Einige Leute haben mich gefragt, wie man diesen Flipper, den ich vor wenigen Tagen vorgestellt habe, schärft. Ich habe sogar E-Mails gekriegt und kleine, leichte Beschwerden, warum ich das nicht gezeigt habe. Und damit ich dem nachkomme, zeige ich dir ganz einfach, ja, wie ich das mache. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival-Shop Linzkunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe vor kurzem dieses Video, also das Video zu diesem Flipper hier hochgeladen und da haben sich einige beschwert, wirklich auch per E-Mail, also lieb beschwert natürlich. Reini, warum zeigst du eigentlich das Messer nie hier, wenn du, wie man das nachschärft? Und na gut, dann mache ich das, speziell weil einige glauben, dass es aufgrund der Krümmung hier das Messer schwierig nachzuschärfen sei. Ich muss gleich eines dazu sagen, es ist ja sicher ein bisschen eine Geräuschkulisse hier. Einerseits habe ich einen Helfer heute mit, der hier agiert. Ja, vielleicht siehst du ihn ja dann auch noch, aber ist egal. Ja, jetzt kommt er natürlich und wird sich dann zeigen. Und da hinten, da tut irgendwer mit der Motorsäge, also mit dem Fichtenmoped agieren. Tut mir leid, ist ganz einfach so. Mein liebstes Schärfgerät ist der Fehlniven CC4. Der Fehlniven CC4. Und mit dem mache ich im Endeffekt fast alles. Nicht alles, aber das meiste. Und ich habe den schon einmal vorgestellt. Link zu dem Produkt findest du auch unten bei mir im Shop. Und es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger ansetzen, genau in dem Winkel, in dem wir halt den Anschliff haben, und dann ganz locker abziehen. Da braucht man nicht viel Druck, sondern einfach ganz locker abziehen und am Schluss noch einmal, ja, du siehst, dass ich da so eine kleine Drehung mache. Und das ist seit 1,5 Jahren meine Schärftechnik und die ist nicht auf meinen Mist gewachsen, muss ich gleich dazu sagen, sondern vom Jürgen Kies, dem Messermacher und Bushcrafter aus Österreich. Und der Jürgen, der hat mir das beigebracht und seitdem mache ich das so und ich bin ganz begeistert von dieser Technik. Und wenn auch du das ausprobieren willst, du wirst sehen, das ist einfach super. Am Anfang ist es ein bisschen holprig, wenn man so schärft, das muss man gleich dazu sagen. Ja, 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 Tobias, danke. Das nachschärfen will, am Anfang ist es ein bisschen, muss man da ein bisschen dazu schauen. Aber dann mit der Zeit geht das einfach in Fleisch und Blut über und dann braucht man im Endeffekt fast überhaupt nicht mehr hinschauen. Wichtig ist halt, dass die Fingerkuppen da unten sind. Ja, ist eine super Technik. Du brauchst nicht viel Druck, sondern ganz locker durch Eigengewicht drüber. Und nicht schnell, sondern einfach schön gemütlich. Ja, und das ist dann der Abrieb, der entsteht. Also ich schärfe nur mehr so und alles, was ich geschärft habe, siehst du hier auf dieser Keramikplatte. Also ich mag den CC4, ich habe in jeder Jacke einen einstecken, mag ich sehr, sehr gern, kann ich dir 100%ig empfehlen. Link zu dem Produkt findest du bei mir unten im Shop. So, jetzt kann's, also es ist überhaupt kein Problem, so etwas zu schärfen. Also diese Biegung hier, das ist Pipifax, das ist kein Problem. Wo es ein bisschen schwieriger wird, sind diese Recurve-Klingen da, ja. Zum Beispiel bei meinem Emerson Commander, das ist ein bisschen schwieriger. Aber dann nehme ich den Sharpmaker, habe ich auch einmal vorgestellt, Video findest du da. Und dann natürlich, weil ich immer wieder auch Zuschriften kriege, Reini, wie kann man als Dummy, als Anfänger, jeder war mal ein Dummy und jeder war mal ein Anfänger, Messer schärfen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel der Victorinox Sharpmaker. Den habe ich da waren meine Kinder noch nicht auf der Welt, habe ich den schon. Und da ist normalerweise da hinten so ein Schärfteil drinnen. Das ist schon abgebrochen und ich nutze es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe damit manchmal einen Wellenschliff, den ich ja mittlerweile hasse. Link zu dem Video gibt es da. Ja, eingesetzt. Und die Idee ist, dass man hier einsetzt und dann einfach abzieht. Ich mache es nicht, weil mir da ganz einfach schlecht wird. Da sind da innen drinnen. Mit, angeblich mit Diamant oder weiß ich nicht, irgendein so harten Material, diese Schleifteile drinnen. Ja, bitte tu dir nicht weh, ja? Das wäre ganz, ganz cool. Ja? Sicherheit geht vor, Survival-Regel Nummer 2, Sicherheit geht vor. Wie auch immer, auf jeden Fall so kann man das so abziehen. Ich mache das nicht mehr, ich habe das früher gemacht, besonders bei meinen Victorinox-Messern. Meine Frau macht das noch, ja, so bei den Küchenmessern, wenn ich sie hier nicht schärfen soll. Aber sonst halte ich von der Variante, ich persönlich nicht allzu viel mittlerweile, weil ich halt andere Schärftechniken habe. Und ich möchte nochmal dazu sagen, ja, wenn du dich nicht drüber traust, anfangen zum Messerschärfen, wenn du dich nicht drüber traust, ich würde halt auch nicht gleich mit dem ärgsten Messer anfangen, so um 5000 Euro Messer, oder du weißt schon, einen teuren Messer, sondern kauf da mal ein Opinel,
Das hat einen schönen balligen Anschliff, damit du das trainieren kannst. Kauf da Amora, hast 20 Euro insgesamt ausgegeben für beide Messer und probier einfach die immer wieder anzuschärfen. Und wenn du das gut kannst und ein gutes Gefühl dazu hast und diese Bewegungen, die es da gibt, ja, diese Bewegungen, die es da gibt, in das Körpergedächtnis eingedrungen sind, ja, weil ich greife das mittlerweile nur mehr an und ziehe das ab. Oh, Tobias, bitte, bitte, nicht, dass du da wehtust. Ja, danke. Auf jeden Fall, ich zieh das einfach nochmal ab. Damit kannst du das trainieren und das ist eine tolle Variante, die Outdoor funktioniert, Indoor funktioniert und ja, ich kann es dir nur empfehlen. Aus, sonst rede ich noch 10 Stunden. Wenn es dir gefallen hat, das Video, mag ich dir mal einen Daumen nach oben bitten oder nach unten, ganz klar. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten findest du da unten und danke fürs Dabeisein, dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.